setzen auf Wiederholungen. Es wiederholt sich das Wochenende. Jetzt gehen wir wieder in die Minuspreise rein. Das sieht man hier so schön bei uns. Strompreisvorschau, Strombörsenvorschau. Du kannst von uns gerne eine Demo anfordern. Dann kriegst du hier 14 Tage Zugang zu den ganzen Features, die wir hier drin haben. Das ist ja jede Menge. Deswegen zeigen wir es dir auch jeden Tag. Also du siehst hier, das geht so weiter. Unten immer runter unter Minus, unter Null im Minusbereich. Morgen noch schlimmer, weil heute ist schon ganz viel Wind, wie wir sehen. Kann ich euch gleich zeigen noch einmal, auch ganz vernünftig. So. Und hier, hier nicht, aber hier, hier sieht man, dass die Steuerung von uns, die Loctone, die diese Daten hier von uns bekommt, nämlich die Daten von der Börse, Strompreisbörse, das Relais unter Median angezogen hat, sieht man hier. Gerne kriegst du eine Demo-Version von uns, meld dich einfach. Da kannst du dich hier einlernen. Und jetzt war die Software über Median, der Strompreis war noch hoch. Deswegen hat die Steuerung auch gesagt, hier nicht so viel rühren und gibt jetzt erst die Rührvorgänge frei. Ist ja eh sinnlos, weil jetzt ist ja der Strompreis niedrig und die Steuerung hat ja gesagt, jetzt speisen wir ihn nicht ein, sondern nur wenn es hoch ist, sieht man ja hier so schön, alles schön synchron, wunderbar. Schon in seiner App. Das kann man auch auf dem Handy als App haben. Hier in Android und iOS gibt es auch als App. Dann ist die Aufteilung ein bisschen anders. Du musst nur die Demo anfordern, dann kann ich dir auch die App zeigen dazu. Und jetzt schauen wir mal auf die Tafel. Ich habe mal ein paar Wetterdaten diese Woche reingenommen. Die gucken wir uns jetzt mal an. In meiner Tafel für mich privat ist jetzt hier unsere leidige Netzspannung drin. 240, 230, 33 Volt. In Echtzeit sehe ich die Spannung. Warum? Weil ja die Solarstrahlung wieder so hoch ist. Und das können wir uns mal angucken, die letzten 24 Stunden. Dann siehst du das schön hier. Das ist auch in der Demo-Version drin. Guck mal hier die Schieflast, weil hier die Solarstrahlung immer stärker ansteigt. Und dann haben wir in der Stadt hier Schieflast. Aber wem sagen Sie das? Ihre Stromverbrauch und jetzt, was ich zeigen wollte, ist eben nicht der Gasheizkessel, sondern hier unten habe ich jetzt Wetterdaten drin. Und wir sehen halt hier die Windgeschwindigkeit, 14 Meter pro Sekunde, das ist jetzt die Wetterdaten von Bünde bei uns. Windgeschwindigkeit, hier guck, da. Und deswegen ist der Strompreis jetzt natürlich weit unten. Und bitte nicht laufen lassen. Also, das Dashboard hier, Wärmepumpenmonitoring und so weiter, Biogasanlagenmonitoring, können wir beliebig ausbauen. Die Daten haben wir alle. Man muss es nur machen. Negative Strompreise am Wochenende, BHKWs abschalten. Danke für eure Aufmerksamkeit.